Ich grüße dich. Tja, Gelegenheiten. Du kannst dir selber Gelegenheiten schaffen, indem du beispielsweise deine Erfolge, egal wie groß und wie klein sie sind, teilst. Auf Social Medien, auf deiner Webseite, bei deinen Kollegen, Freunden, Nachbarn, was auch immer. Oder indem du dich weiterbildest in irgendetwas, was dich interessiert. Oder in deinem Fachgebiet. So schaffst du Gelegenheiten für deinen Wert. Du bist danach wertvoller, in Anführungszeichen. Und so schaffst du Gelegenheiten. Oder du hilfst beispielsweise anderen Menschen in dem, was für dich selbstverständlich ist oder was du gut kannst. So schaffst du Gelegenheiten. Gelegenheiten, die dich weiterbringen und deine Umwelt und deine Bekannten, Verwandten, Freunde oder neuen Bekanntschaften ebenso. Das finde ich das einfachste, sinnvollste und beste Prinzip, seine Welt, seine Umwelt und die ganze Welt zu einem besseren Platz zu kreieren, zu machen, zu tun. Tja, das wäre so mein kleiner Tipp heute. Schaff dir Gelegenheiten mit, teile Erfolge, bilde dich weiter, egal in was, in das, was dir Spaß macht, in deinem Fachgebiet und vor allem auch helfe anderen, was für dich selbstverständlich ist oder was du gut kannst und du siehst, andere brauchen Hilfe und fragen dich um Hilfe, hilf ihnen weiter. Wie du das machst, in welcher Form, das ist dir überlassen. Es besteht keine Vorschriften meiner Meinung nach und keine Grenzen. Das kann kostenlos sein, das kann günstig sein, das kann was kosten. Denn wenn du davon leben willst, dann ist es logisch, muss es was kosten. Wenn es da gratis weitergibst, ja, dann kommst du irgendwann nicht wirklich auf den grünen Zweig. Okay. Gut, hast dir geholfen, Daumen hoch, bringst dich weiter, schreib's in die Kommentare, hast du was vermisst oder hast du irgendwelche Fragen, egal in welcher Form, was Persönlichkeit, Weiterbildung oder was du auch immer für Fragen hast, was das Leben betrifft, schreib sie mir in die Kommentare. Okay, bis zum nächsten Video.